Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Für mich zum dritten Mal, dass ich diese Ansage mache. Für euch nicht, ihr merkt keinen Unterschied, aber ich habe heute drei. Ich habe sogar vier Videos gemacht, aber drei Push-Videos. Und jetzt das nächste für euch, unser 100% Owei. Ich drehe das Video jetzt. Hintereinander habe ich die Sachen gemaxt, gepusht und gemaxt, weil ich die für die Solo-Rids brauche. Aber ich habe die erst in der Zukunft im Verlauf der Zeit hochgeladen. Sprich, ich habe echt keine Ahnung, wann das hier hochgeladen wird. Könnte auch erst in einem Monat sein oder so. Also echt komisch für euch, aber für mich ist es derselbe Tag. Kurz nochmal hier die IVs gecheckt, damit es keine Verwirrung gibt. Bester Satz, HP, Attack, Defense, 15. Ich blende nochmal E ein, wie ich den gefangen habe. Das war echt ganz cool, auf einer Scanner-Tour. Die anderen habe ich ihn direkt entwickelt. Der ist Level 30, richtig saftig. Richtig krasses 100% Owei, 944. Die anderen haben es schon alle, ich hatte ein paar Probleme. Die haben sogar alle schon entwickelt. Gute Moves bekommen. Sondersensor Psychokinese. Also nichts, was ich jetzt noch gebrauchen könnte. Das kannst du mir ja dann oft mal sagen. Oh, ich habe zum Glück auch gefangen. Können wir auch. Ah, warten wir noch. Ich würde sagen, dass wir es gleich entwickeln können. Aber wir können warten. Oh mein Gott! Du hast mir fast das Herz gebrochen, Tati. Was geht ab? Das musste auch sein, Mann. Ich war zu Hause mit meinem Kind und wollte nicht schlafen, Alter. Ich hab das gesehen, ich so scheiße, Mann. Oh und dann ging's noch, dann kam meine Frau und dann hat's gepasst, Alter. Inshallah, Mann. Ich wohne noch gleich hier, Mann. Ja, eben. Ich bin war 10 Minuten hier jetzt. Super saftig. Ja. Und ich hab's sogar. Oh, super saftig. Die hat mir auch schon geschrieben und so, weißt du, ne? Was? Die hat auch ab, geschrieben? Mann. Was wollte, die mir auch schon? Ja, der Dimi wollte, ob ich irgendwo unterwegs bin. Ja, Claudi, okay. Servus. Christi. Also entwickelt 100% Extrasensory Seed Bomb für den Arsch. So redest du ins Video? Einfach so? Ja. Okay, dann zeig du auch. Hast du es auch entwickelt, Tati? Nee, noch nicht. Der hat immer einen Doppelpsycho. Nur Psycho-Attacken auch. Soll ich entwickeln, Alter? Wieso nicht? Ich weiß nicht, Mann. Ich hab Angst, Alter. Ich hab Bock auf Ding, Mann, auf Solarstrahl, Mann. Solarstrahl ist so saftig geworden. Das ist viel zu krass, Alter. Ich hab den anderen Kokowai, den ich hab, mit dem kämpfe ich nur noch, Mann. Ja, komm, scheiß drauf. Oh mein Gott, er macht das. Oh mein Gott, ich bin dabei. Wie der legendäre Tati sein Owei entwickelt. Er kriegt nur krasse Moves eigentlich. Ja. Seit langem nicht mehr. Drachenroute. Und du dann Fall kriegt er. Mir ist egal was, Hauptsache Solarstrahl. Ja. Oh mein Gott! Was noch? Noch einmal nach. Oh mein Gott! Sogar zwei Pflanzenattacken. Oh mein Gott! Du hast halt jetzt offiziell den besten Pflanzenattacker, den es im Moment im Spiel gibt. Zu krass, Mann. Scheiße. Das ist echt zu krass. Ich habe auch für die 3er Solo Raids ein schwächeres Owei entwickelt. IV war schlechter. Und es hatte auch nur 900 irgendwas, aber es kam direkt auf 2450, also richtig krass. Bin echt gespannt, wie hoch der kommt. Erstmal auf entwickeln. Wir brauchen entweder zwei Psycho-Attacken, dann kann ich den gegen Gengar noch verwenden. Oder zwei Pflanzattacken, dann kann ich den gegen Aquana verwenden. Solange es kein Mix wird, bin ich zufrieden. Weil ansonsten muss ich TMs verwenden und dann, so viele TMs habe ich auch nicht. Also Extra Sensory Solarstrahl. Sprich, ich mach extra Sensory weg und mach daraus eine Pflanzenattacke. Dann kann ich den direkt gegen Aquana verwenden. 2,5 WP, echt nicht schlecht. Also erstmal zu den TMs. Fast TM. Extra Sensory vergessen, ja. Yeah. Und Bullet Seed. Ich glaube, er kann nur die zwei. Moment, kann ich direkt mal gleich hier schauen. So. Oh, nee, nix. Nicht nochmal. Fast hätte ich nochmal TMs gemacht. So, wo ist der? So, hier ist er. Sondersensor, Solarstrahl, eigentlich das Beste. Aber ich will den zum Kämpfen benutzen.
gegen Aquana, deswegen brauche ich echt Kugelsaat, Solarstrahl. Und der kann auch nur, ja momentan kann er nur Sondersensor und Kugelsaat, also sprich, wenn ich den zurück auf eine Psycho-Fast-Attacke haben will, dann einfach nur ein TM und das ist 100%, dass du die kriegst. Aber jetzt erstmal Power-Up. Wie ihr sehen könnt, wir haben schon viel Staub verbraucht. Mit dem, wenn ich fertig mit dem bin, wahrscheinlich fast 100.000, fast 1 Million meine ich sogar. Geht noch. Müsste kurz unter 2,9 kommen. Was eigentlich gar nicht schlecht ist. Früher war er sogar noch besser. Zweimal müsste es, glaube ich, noch gehen. So, dann war ein Drabbel hier. Einmal noch, letzter Push. 2,875. Alles klar. Bullet zieht, Solarstrahl. Damit kann ich hoffentlich das Aquana besiegen. Aber wenn ihr das Video hier seht, dann habe ich wahrscheinlich hoffentlich schon das Aquana besiegt. Und genau so ist es. Wir haben sogar einen krassen Sprung in die Zukunft gemacht. Das war jetzt, glaube ich, echt über einen Monat her, als ich das Kokowai gepusht habe. In der Zwischenzeit Aquana locker besiegt. Super easy war der. Alleine natürlich. Ich habe sogar eins zu viel gemaxt. Also den hätte ich eigentlich gar nicht maxen brauchen. Oder zumindest eins der schlechten. Ich habe 4 nur gebraucht, theoretisch eigentlich nur, ja, 4, sagen wir 4. Und ich habe 5 oder 6 gemaxt, auf 5 habe ich, glaube ich, gemaxt, ja, also einer war echt zu viel. Aber seitdem gibt es Legendary Raids und die 3er Solo Raids sind in Vergessenheit geraten. Ich muss theoretisch eigentlich noch Simsala machen und möglicherweise Flamaga. Aber Blitzer nicht möglich und Flamaga habe ich von einem gehört, der es geschafft hat. Der hatte 600%, also 400% Geowatts auf Max und dann 2 etwas schlechtere noch. Also mal schauen. Ihr wisst, ich bin free to play, das heißt, ich kann nur einen Raid am Tag machen oder ich will nur einen Raid am Tag machen. Und den hebe ich mir natürlich auch für die Legendären. Sprich, mal schauen, was danach ist, wenn die Legendären wieder weg sind. Ob ich mich da dann wieder den 3er Solo Raids widme. Auf jeden Fall, das Owai war echt saftig, Level 30. Ihr habt es gesehen, die anderen direkt entwickelt. Das war damals noch. Steht jetzt gerade nicht da. Moment. Stand da noch gerade. Genau. 20.03. Das war vor 4 Monaten. Bisschen mehr als 4 Monate. Damals liefen die Scanner noch perfekt. Auf jeden Fall seht ihr dieses Video jetzt am Samstag. Ich bin in Prag. Deswegen habe ich das Video hier mal vorproduziert. Mal schauen, was in Prag geht. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr vielleicht auch in Prag seid. Wobei das dann relativ spät wäre und ich das gar nicht sehen würde. Aber schreibt unten auch rein, wie stark euer stärkstes Kokowai ist, wie viel IV, wie viel WP. Und ansonsten natürlich folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.